Gestern war die Minecraft Live und dort haben wir alle neuen Infos zu der Minecraft 1.21 und auch zum Mob-Vote bekommen. Und holy smokes, die Sachen, die dort vorgestellt wurden, hätte ich auf gar keinen Fall erwartet. Super wichtig bei dem Update ist auch wieder, genau wie letztes Jahr, dass der Großteil von dem Update, den wir jetzt bekommen haben, schon fertig ist, aber es noch über ein halbes Jahr Zeit ist, bis das Update rauskommt. Und dementsprechend wird auch noch super viel neuer Content dazukommen. Ich weiß, einige von euch sind irgendwie aus irgendeinem Grund immer enttäuscht von den Updates, aber behaltet das einfach im Hinterkopf, dass alles, was wir bis jetzt haben, schon fertig ist und noch unglaublich viel Zeit für neuen Stuff ist. Aber wie gesagt, die Sachen, die wir jetzt bekommen, sind irgendwie sowieso schon komplett insane. Die erste Sache ist einfach ein Autocrafter oder auch genannt der Crafter. Das ganze Teil ist einfach ein automatischer Crafting-Table, mit dem ihr mit Redstone und Hoppern alles in Minecraft komplett automatisch craften könnt. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das Ding plötzlich in dieses Update kam. Das war nämlich eine Sache, die ich niemals von Minecraft erwartet hätte. Denn irgendwie passt es auch nicht so ganz zu der Philosophie von dem Rest des Dings und ich habe heute Nacht sogar davon geträumt, dass wir vielleicht sogar Filtered Hopper bekommen könnten. Aber wer weiß, das wird sich im Laufe des Updates vielleicht noch zeigen. Was? Yes, with a crafter you can automate crafting with redstone. It's what? Pretty similar to a crafting table. What? Except instead of pulling the item out yourself, you can use the redstone pulls to get it out. I'm gonna have this crafter make hanging signs. Everyone can decorate the village. What? Ja, sie bringen einen Autocrafter rein. Den Autocrafter kann man einfach mit Redstone bedienen. Das heißt, das Rezept, das man haben möchte, reinlegen mit den jeweiligen Items, dann den Button drücken und das Item kommt dann vorne so rausgespuckt. Das sieht schon super, super cool aus und in einem anderen Shot hat man auch gesehen, dass der Crafter zum Beispiel direkt in einen Hopper, in eine Barrel oder auch in einen Dispenser legen kann, um das Item dann so wieder weiterzugeben, was einfach absolut unglaublich krass für alle möglichen Farmen ist. Also ich bin unglaublich gespannt, was zum Beispiel ein Mango oder alle anderen Redstone-Leute damit machen werden, sobald der Snapshot davon rauskommt. In einem anderen Shot hat man noch eine viel größere Redstone Contraption gesehen, bei der praktisch komplett automatisch gecraftet wird. Denn man kann in dem Crafter auch bestimmte Slots locken, indem man sie anklickt, also einfach nur einen Crafting Table mit zum Beispiel 3 Slots erzeugen. Und auch diese Funktion ist absolut unglaublich, denn so könnt ihr euch zum Beispiel Schwerter oder Repeater oder was auch immer craften. So wie es im Video aussah, legt der Crafter seine Slots von oben links nach unten rechts rein, also praktisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wenn er dann eben einen Slot sperrt, dann wird das eben von oben nach unten reingelegt. Das Ganze funktioniert auch mit Hoppern, das heißt Hopper können die Items da reinlegen, aber da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht zweimal das Item in den falschen Slot legt. Also es wird trotzdem ein bisschen kompliziert, das ganze Ding zu automatisieren, weil man eben manche Hopper in einer bestimmten Reihenfolge sperren muss, um andere wieder freizugeben. Aber ich glaube, generell soll das trotzdem sehr gut funktionieren. Die Möglichkeiten, die dieses Ding bietet, sind absolut insane. Also angefangen von einer automatischen Raketenproduktion über eine Goldfarm, die automatisch irgendwie die Schwerter schmilzt und dann wieder zu Goldnuggets und zu Goldbarren macht. Jedes Lager wird viel einfacher, weil ihr Sachen direkt umcraften könnt. Ihr könnt Sachen praktisch auf Kommando bestellen mit einem Knopfdruck. Also ich bin absolut unglaublich gespannt, was damit noch alles entstehen wird und ich bin super happy, dass wir so ein Ding bekommen. Aber vielleicht bringen sie auch noch einen Filtertopper, das wäre absolut crazy. Machen wir aber lieber weiter mit den Sachen, die wirklich vorgestellt wurden und das ist der Tri's Chamber. What? Das ist legit so Hypixel Dungeons mäßig, oder? Rooms and it can lead to supply chests. You can find things that'll challenge you, but also things that'll help you. Was ist das hier? Da war so ein Copper-Scaffolding oder so da oben. They are combined of lots of different rooms. They Guck are mal. Procedurally generated, so there is a lot of variation. And like it's so fun. Die Kupfertür. Because each time we playtested, it felt like finding a new chamber. Hier, das hier. Exciting each time. So there is a lot of replayability. Ein riesiger neuer unterirdischer Dungeon, der procedural generated ist, also immer wieder neu, aber das ist eigentlich nichts Neues, weil es gefühlt wie jeder ist. In der Mitte davon habt ihr immer so einen riesigen Korridor und der ganze Dungeon besteht aus super vielen neuen Kupfer- und Tuff-Blöcken. Von der Tuff-Textur bin ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht so der Ultra-Fan, weil es irgendwie sehr comichaft und clean aussieht im Vergleich zu den anderen Blöcken. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch ein cooler Mix-Up, um einfach mal komplett neue Blöcke mit reinzubringen. Man sieht hier die normalen Tuff-Bricks, die wirklich sehr große Bricks haben und auch so ein bisschen übereinander geschifft sind, wodurch Connected Textures, glaube ich, ganz cool rüberkommen. Außerdem gibt es noch einen anderen Block, der unten, manchmal glaube ich auch oben, wie so eine Art kleine Stuckverzierung hat, was eigentlich auch ziemlich cool ist. Und zusätzlich gibt es super viele neue Kupferblöcke, von Trapdoors über normale Türen über so eine Art Scaffolding-Block. Der erinnert mich ein bisschen an diesen Copper-Block, den wir im April-Snapshot damals gesehen haben. Aber er sieht einfach super cool aus, weil er aussieht wie so eine Art Copper-Scaffolding und gerade für sowas wie Create sieht das unglaublich cool aus. Generell findet man in diesem Dungeon unglaublich viel Kupfer. Also wenn ihr mal was aus Kupfer bauen wollt, dann sucht einfach so ein Ding und macht das, weil dort auch eine Menge oxidiertes Kupfer direkt ist und das halt normalerweise zu bekommen dauert Ewigkeiten. Es gibt noch so einen anderen Block, der wie so eine Art Plus drauf hat, was ganz gut für Verzierungen ist und ein Highlight davon ist definitiv die Copper Bulb.
also eine Art Kupferglühbirne, beziehungsweise so eine Art Redstone-Lamp. Allerdings leuchtet die immer, aber je mehr oxidiert sie ist, desto weniger stark leuchtet sie. Wir haben also jetzt im Survival eine dimmbare Lichtquelle. Denn wenn ihr eine super oxidierte Lichtquelle habt, dann gibt ihr weniger Licht ab als eine gar nicht oxidierte. Und ihr könnt mit einer Axt natürlich das Oxidation-Level wieder verändern und dann zum Beispiel mit Wachs das Ganze wieder sealen, sodass es immer auf diesem Light-Level bleibt. Finde ich ziemlich, ziemlich cool und ist, glaube ich, für die Survival-Leute eine sehr coole Addition im Gegensatz zu den Light-Blocks, die man im Creative benutzen kann. In dem Trice Chamber gibt es jetzt nicht nur einen riesen Gang, sondern es gehen überall in alle möglichen Richtungen wieder kleine Gänge und kleine Räume ab, in denen es dann verschiedene Loot gibt, in denen man einfach ein bisschen erkunden kann. Aber es gibt auch einen neuen Spawner, und zwar den Trial Spawner. Okay, und es klingt nach PvP, PvE. Trial Spawner, time for a combat challenge. Yay! Okay, I see ice blocks around the Trial Spawner, so it's definitely spawning. Digga, was? Wer ist er? What's our plan? Das ist ein sehr besonderer Mob-Spawner, denn er spawnt abhängig von der Spieleranzahl unterschiedlich viele Mobs. Das heißt, wenn ihr alleine dahin geht, dann spawnt er vielleicht 4-5 Skelette und wenn ihr mit 10 Leuten dahin kommt, dann wird wahrscheinlich eine sehr große und starke Truppe dort spawnen. Nachdem ihr dann alle Monster davon getötet habt, wie in so einer Art Wave, spuckt euch der Spawner Loot aus und das sah absolut crazy aus, denn er hat euch hier Emeralds und Diamanten gegeben und dementsprechend wäre das eine komplett automatische Dia-Farm, wenn ihr einfach die Mobs spawnen lasst und sie dann wieder tötet. Nachdem ihr das Ganze dann geschafft habt, hat der Spawner einen kurzen Cooldown und später aktiviert er sich wieder und ihr könnt das Ganze wieder von vorne beginnen. In dem Video selber sind nur ein paar Strays gespawnt und ich würde mich hier irgendwie wünschen, dass vielleicht stärkere Mobs mit sogar Rüstung oder Schwertern oder so spawnen. Vielleicht ist das der Fall, wenn mehrere Leute da sind. Oder das Ganze passt sich auch an, ob ihr auf Easy oder auf Hard spielt. Aber das Ganze werden wir dann hoffentlich sehr bald in den neuen Snapshots testen können. Eine weitere unglaublich coole Sache ist der neue Hostile-Mob, was ich mir so dolle gewünscht habe, namens Breeze. Oh, was kommt denn jetzt? The Breeze is a playful hostile mob that jumps around and uses wind to provide a combat encounter unlike any other in Minecraft. I just got hit by the wind charge. A burst of energy from the Breeze. Wer ist er? Der Breeze ist praktisch so eine Art Overworld Blaze, denn er besteht eigentlich nur aus Luft und sein Movement ist unglaublich cool. Er sieht super agil aus dadurch. Und ähnlich wie der Blaze kann er auch eine Kugel schießen, diesmal aber nicht aus Feuer, sondern aus Luft. Die macht euch aber nicht direkt Damage, sondern sie gibt euch nur Knockback. So wie das im Video aussah, war das auch actually relativ viel. Und der Breeze kann einfach mit Hebeln, Trapdoors und Buttons interagieren. Also eigentlich haben wir den Copper Golem jetzt irgendwie doch bekommen. Das Projektil an sich macht euch eben keinen Damage, aber wenn der Breeze euch berührt, dann schon. Hier würde ich mir so ein bisschen hoffen, dass man ihn vielleicht gar nicht mit Pfeilen abschießen kann, sondern dass er durch seine Windaura die Pfeile einfach ablenkt oder abprallen lässt, sodass man in den Nahkampf gehen muss. Weil sonst wäre es irgendwie ein bisschen weird, wenn man ihn einfach mit Pfeilen abschießen kann und er nie irgendwie auch nur in deine Nähe kommt. Über die Drops von dem Breeze haben sie gar nichts gesagt und ob er überhaupt was droppt, ist halt auch die Frage, weil er besteht halt nur aus Luft. Aber der Fight von dem Ding sah eigentlich ziemlich cool aus und die Mechanik mit zum Beispiel Trapdoors und Hebeln finde ich auch super sick. Und natürlich dürfen wir auch das Mobboard nicht vergessen, denn irgendwie hat das Armadillo dieses Jahr den Mobboard gewonnen. So, the winning mob! Yes! Soon to join Minecraft, the winning mob for the 2023 Minecraft Live Mob Vote is the Armadillo! Was? I'm so excited to see that little cutie in the game. Wollt ihr mich komplett verarschen? Dieser Armadillo gewinnt? Was? Die Achtjährigen haben die Macht. Die Achtjährigen haben die Macht. Der Armadillo gewinnt. Mann, eine scheiß Rüstung für deinen scheiß Hund, der eh in zwei Pfeilen stirbt. Was absolut gar keinen Sinn ergibt, denn auf jedem Poll, den ich irgendwo gesehen habe, war entweder der Pinguin oder die Krabbe auf der Nummer 1. Trotzdem hat das Armadillo über 40% der Votes geholt. Und wenn wir gerade sowieso beim Thema sind und ich eigentlich viel über die Krabbe gehabt hätte, möchte ich trotzdem noch was zu dem Stop the Mob Vote Ding sagen. Ich glaube nämlich, viele Leute verstehen nicht, dass der Mob Vote immer eine zusätzliche Sache zu dem eigentlichen Update ist. Der ist den Spielern ermöglicht, einfach eine Sache zusätzlich ins Game reinzuholen und wenn es keinen Mob Vote mehr gibt, dann gibt es einfach gar keine zusätzliche Sache mehr für uns. Und ich verstehe auch, dass sich der Mob Vote immer so anfühlt, als würde man zwei Sachen verlieren, statt eine Sache gewinnen, aber eigentlich ist jede Sache, die wir zusätzlich ins Spiel bekommen, eine sehr gute Sache, vielleicht bis auf das Phantom. Und ich bin super happy darüber, dass Minecraft sowas trotzdem macht und die Community eine kleine Sache mitentscheiden lässt. Aber für jetzt freuen wir uns unglaublich krass auf das 1.21 Update. Ich bin sehr gespannt, wann die ersten Snapshots dafür rauskommen, dann werden auch wieder Videos dazu kommen. Also wenn ihr nicht dazu verpassen wollt, dann lasst super gerne eine positive Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann kriegt ihr die ganzen Updates mit und bald startet Craft Attack, Freunde!